Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich möchte euch eine Kurzgeschichte vorlesen. Es ist eine sehr lebensbejahende Kurzgeschichte. Sie hört auf den Titel: Genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute. Sonntagmorgen, 8 Uhr. Ich schlendere zur Küche und beschließe, Kaffee zu kochen. Irgendwann möchte ich so ein Mensch sein, wie diese Familienväter aus den Schibo-Prospekten, mit goldbraunen, wallenden Haaren, langen Unterhosen, einem karierten Schlafanzug und einer verkackten Funkwetterstation am Fenster. Eine dieser perfekten Menschen, die morgens mit ihrem goldenen Retriever zum Bäcker joggen und durch die allgemeine Chiboisierung ihres Lebens den ganzen Tag gut gelaunt sind. Ich gehe in die Küche und schalte das Radio an. Oh nein, da ist es wieder. Wie immer spielen dieses Lied in Dauerschleife. Hallo, Lieblingsmensch. Schön, dass wir uns kennen. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Lieblingsmensch, am Arsch, denke ich mir. Bin drauf und dran, das Radio aus dem Fenster zu schmeißen, einfach um es wieder hochzuholen und es nochmal aus dem Fenster zu schmeißen. So genervt war ich seit der Seitenbacher-Müsli-Werbung nicht mehr. Bin kurz davor rauszugehen und einfach alle zu töten. Die Hymne eines Amoklaufs. Einfach mal ich sein, verträumt und verrückt sein. Nee, was hab ich eine fetzige Laune. Lieblingsmensch, ist das wie mit diesen Poesiealben von früher? Ich meine, da konnte man sich als wortverliebter Knabe immer mal kreativ austoben. Lieblingstier, Perlgrasfalter. Lieblingsfarbe, Burgunderrot und herbstzeitlosen Violett. Lieblingsmensch, Jochen. Klingt doch scheiße. Ich gehe ins Schlafzimmer und versuche, die Freundin zu wecken. Hallo, Lieblingsmensch, sage ich. Was willst du? Bei dir kann ich ich sein, sage ich. Und das ist toll, denn sonst wäre ich ja jemand anderes. Also, ich finde gut, dass du bist, sagt die Freundin. Echt? Ja, du könntest auch George Clooney sein. Da wärst du hübsch, charmant, reich. Mein Leben mit dir wäre perfekt, aber wer will das schon, sein perfektes Leben? Es ist der Makel, der uns interessant macht. Und du bist sehr interessant. Halt was Besonderes. Auf dem Weg zurück in die Küche denke ich an die Karte, die sie mir zum Valentinstag geschenkt hat. Bleib immer, wie du bist. Durchgestrichen, bleib immer auf dem Weg, dich zu verbessern. Dieses verdammte Lied läuft noch immer. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Aha, denke ich. Ging es hier am Ende womöglich nur darum, einen Ort zu finden, der sich auf das Wort vorbei reimt. Es erscheint mir austauschbar. Schmeckt wie Kaffee in Shanghai, Mongolei, Norderney, was weiß ich. Mit dir auf der A4 schmeckt wie schales Bier. Mit dir auf der A5 schmeckt wie... Ach, scheiße. Nichts reimt sich auf 5. Das Lied läuft noch immer. Na, 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 na. Mach ich dir was vor, fällt's dir sofort auf, lass ich mich hängen, baust du mich auf. Super, denke ich. Jetzt reimt sie auf, auf, auf. Das ist doch die endgültige Resignation vor der deutschen Sprache. Mit dir auf der A5 ist wie mit dir auf der A5. Das alles macht mich traurig. Immer wenn ich traurig bin, gehe ich auf Instagram. Bei Instagram sind alle glücklich, das gefällt mir. Alle sitzen auf Holzfußböden, stehen auf einsamen Kornfeldern oder werden in Gegenlichtaufnahmen fotografiert. Die anderen essen Blaubeer-Pancakes und trinken Smoothies mit Chiasamen. Im Übrigen sollte man Menschen verbieten, das Wort Smoothie auszusprechen. Es lässt sich mit der Einhaltung eines geringen Maßes an Würde nicht vereinbaren. Da habe ich schon schlimme Sachen gehört. Galle, ich habe uns schönes Gemüse gekauft, für dich auch ein Schmusi. Glauben Sie mir, niemand will mit Spinat schmusen. Ich schaue bei Instagram nach, ob mich schon mal jemand als Lieblingsmensch gehashtaggt hat. Hat keiner. Eigentlich macht es mich traurig. Die direkte Konfrontation mit dem Glück anderer wirkt wohl kontraproduktiv auf die eigene Gemütslage. Warum gibt es nicht so etwas wie Antigram? Eine Plattform für sehr traurige und hässliche Menschen, die ständig im Regen stehen oder ihr Mikrowellenessen fotografieren. Ein bisschen Elend, an dem man sich selber aufbauen kann. Hör auf, vor dich hinzubrummeln. Du bist wie ein alter, verbitterter Mann. Vor mir steht die Freundin, sie scheint endlich wach zu sein. Weißt du, sagt sie, dein Humor ist wie der Weißwein von gestern Abend. Trocken? Frage ich. Nein, schlecht. Vielen Dank. Patrick Salmen!